Hallo, meine Schlawiner, ich bin's wieder der Buu mit einem Newsflash. Dieses Mal geht es um die ECS Season 3 und um die Dreamhack Las Vegas. Wir fangen gleich bei der ECS Season 3 an. Der große Bruder der alten Faced League startet in die dritte Edition. Letztes Mal gab es 3,5 Millionen inklusive des Travel Supports über zwei Seasons. Also es ist ein großes Turnier. Und jetzt läuft erstmal die lange Qualifikationsphase mit Open Qualifiers für die Development League, die am Dritten beendet wird. Und die Gipfel dann auch noch am 25. und Dritten in den Aufstieg spielen, wo wir Virtus Pro und Fnatic drin sehen werden. Ironisch Komischerweise kommt Virtus Pro ja gerade als Sieger von der Dreamhack Las Vegas. Dazu kommen wir gleich noch. Wie viel Preisgeld genau es gibt, steht noch nicht fest, auch noch nicht, wann und wo die Finals ausgetragen werden. Aber bisher hat uns die ECS da immer ganz gut bedient, also bin ich zuversichtlich. Ich habe es ja in den letzten Folgen immer mal wieder erwähnt, dass die Tier 2-Szene extrem unter dem Bann von CSGO launch gelitten hat. Aber es gibt immer noch einige kleinere Turniere, zum Beispiel den ESports Arcade Cup, der jetzt 5000 Euro bzw. Dollar ausspielen wird. Das Ganze in einem Bracket, also es gibt keine Gruppenphase und Alternate Text wird dabei sein. Außerdem auch das dänische Team von Trick, das vielleicht dem einen oder anderen noch was sagen wird. Und ich bin gespannt, ob Alternate dieses Turnier gewinnen kann. Und da wir schon über Deutschland reden bzw. ein deutsches Team reden, die ESL-Meisterschaft wird wieder in Duisburg stattfinden. Mehr Infos findet ihr natürlich auf 99Damage.de. Und damit kommen wir schon zur letzten und größten Newsline der heutigen Episode. Es geht natürlich um die Dreamhack Las Vegas. Virtus Pro hat gegen gegen SK im Finale 2 zu 1 gewonnen. Es war nicht leicht für die Polen, die auch in der Gruppenphase schon ein Match gegen Gambit abgegeben haben, aber am Ende nahmen sie Rache an Astralis mit einem 2 zu 1, bei dem sie die Dänen mit 16 zu 3 auf Nuke und 16 zu 4 auf Train vom Server geschossen haben. Astralis hat zwar trotzdem noch eine Map gewonnen, aber Virtus Pro war schon im Plau-Modus und das ging dann so weiter. Die Brasilianer von SK bäumten sich auf, schnappten sich eine Map von Virtus Pro und nachdem Cobblestone die erste Map 16 zu 8. Ausgegangen war, zog Virtus Pro nochmal an und drückte aufs Gas, machte auf Train das 16 zu 11 klar und Mirage ging 16 zu 13 an Neo und Kollegen. Snacks war der klare MVP im Gewinnerteam, das überrascht wohl niemanden, wer seine Klatsches gesehen hat. Der weiß natürlich, wovon ich rede. Wer sie verpasst hat, sollte schleunigst durch alle Highlights nochmal durchscrollen. Wie ihr wisst, war auch Mouseports vor Ort. Sie sind aus der Gruppenphase gekommen, unerwarteterweise, mit Siegen gegen Navi und Fnatic. Beide Teams sind auf dem Papier schwierige Gegner für Mouseports, aber Nico und Oscar haben ihren Job gemacht. Als Starspieler sind sie nochmal hervorgetreten. Nico spielte ja das letzte Turnier mit Mouseports und gleichzeitig zeigte Navi nicht, was sie eigentlich drauf haben und Fnatic sah so aus, als müssten sie sich wirklich nochmal drauf konzentrieren zusammenzuspielen, um wieder zur alten Größe zurückzufinden. Also nochmal eine gute Performance von Nico für Mouseports. Den Abschluss machte dann das Viertelfinale gegen Virtus Pro, bei dem man 1-2 zu 0 einstecken musste. Aber jetzt wird es natürlich interessant für die IEM Katowice, die am Anfang März, nämlich am 1. bis 5. stattfinden wird. Denn Nico wechselt ja bekanntlich zu dem europäischen Team und wenn er so gut aufspielt, wie er jetzt gerade für Mouseports war, dann ist Face ein Top-1-Kandidat. Für uns ist selbstverständlich interessant, wie Mouseports sich fängt, nachdem Nico abgegangen ist. Wir werden natürlich mit Argusaugen drauf schauen. Das war's für diese Woche mit dem Newsflash. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und natürlich subscribed, abonniert, wie man es auf Deutsch so schön sagt. Ich bin raus. Bis bald. Ciao.